eine Sportlegende ist bei mir zu Gast, Sandra Kyriazis. Ich habe ihr zugejubelt, 2006 Olympiasiegerin. Dann kamen noch unglaublich viele Weltmeistertitel dazu. 7-mal im Bob und 2-mal im Wok. Über all das sprechen wir. Sie war auch im Dschungelcamp Themen en masse in der Martin Wacker Show. Ich freue mich, dass es heute wieder sportlich zugeht. Sandra ist bei mir, Sandra Kyriazis. Sie ist wirklich eine Bob-Legende. Ich habe ihr viel zugejubelt bei vielen internationalen Wettbewerben. Ist auch eine Goldmedaille rausgesprungen. Sandra, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, Sandra, hier zu sein. Eine Legende heißt ja nicht mehr aktiv im Bobsport, aber natürlich uns allen bekannt als erfolgreiche Sportlerin. Was machst du aktuell? Ich mache sehr viel. Dem Bobsport bin ich natürlich irgendwo immer treu geblieben. Mhm. Schon allein vom Herzen und aus der Seele fiebert man da immer mit. Ich habe über die Jahre, wo ich nicht mehr selber aktiv war, auch immer mal ein paar Teams betreut, auch ich sag mal andere Nationen. Zurzeit habe ich jetzt gerade so ein junges Mädel, was noch nicht so lange fährt, ein bisschen unter meine Fittiche genommen und bin auch Landestrainerin von Rheinland-Pfalz, aber nur auf so in so einem ganz neuen Verein, wo ich ein bisschen unterstütze in Hachenburg. Und ja, das macht Spaß. Und die hat es jetzt tatsächlich geschafft, darf jetzt ein Europacup-Rennen fahren, ist jetzt gerade in Innsbruck und da fahre ich dann am Donnerstag mit hin, um sie da beim Wettkampf ein bisschen zu unterstützen und auch zwei junge Athleten aus dem Verein, wo ich jetzt für quasi einen Job übernommen habe. Die starten auch, aber nicht als Pilotin, sondern als Anschieber. Und ja, da gucke ich mir das natürlich an und unterstütze die ein bisschen und spreche Mut zu oder schaue halt, wo noch ein paar kleine Stellschrauben zu drehen sind. Also der Sport spielt eine Rolle. Du bist medial aber auch sehr präsent gewesen, auch in den vergangenen Jahren. Hat es dich abends ab und zu mal vor die Glotze gezogen, um du zu gucken, was die, letzten Tage was die Menschen so da im Dschungelcamp tun? Guckst du es? Ab und zu schaue ich es, ja. Ich finde es natürlich lustig und auch zu wissen, hey, dort habe ich auch gesessen und da geht es da lang. Und das ist schon lustig und auch, na, es wird ja immer gefragt, wie kommt man überhaupt dazu? Aber ich wurde einfach gefragt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich schon cool. Hast du früher immer geschaut, weil es ja immer im Januar ist und wir immer im Januar Wettkämpfe hatten, dann war das immer so unsere Abend-zu-Bett-Geh-Lektüre. Und morgens beim Frühstück waren dann so die Lästereien dran. Hast du das gesehen? Chill out im Dschungel, genau. Und ja, das war schon sehr spannend. Also ich bin sehr vielseitig aufgestellt. Wir reden ja bestimmt gleich noch ein bisschen mehr darüber. Es hat vieles mit mir zu tun, ob ich irgendwo als Markenbotschafter unterwegs für Firmen, ob ich Vorträge halte in Firmen, so typische Dinge wie Motivation, was kann man vom Spitzensport lernen. Ich hab ja nach meiner Karriere noch ein Studium gemacht, ein Sportstudium. Komme ich noch drauf. Ah, okay. Ein eigenes Thema. Da darf ich ja gar nicht alles so vorwegnehmen. Also ich bin sehr bunt, ein bunter Blumenstrauß aufgestellt und ja, alles, was man den Spitzensportler gern mal fragen möchte, kann ich dann meistens irgendwie beantworten und ja, habe auch noch ein paar eigene Produkte zusammen mit meinem Vater entwickelt. Aber alles immer daraus entstanden, wie ich früher als Sportlerin auch gelebt habe. Über den Tellerrand mal schauen, mal neue Dinge ausprobieren. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir wollen an dich die 10 kurzen Fragen stellen, um dich besser kennenzulernen. Dein Sternzeichen, Sandra. Steinbock. Verliebt, verlobt oder gar verheiratet? Nothing, Single. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Hast du ein Haustier? Und pink. Ich habe eine Rosalie, einen Hund. Ist heute mit dabei? Die ist heute mit dabei. Vor der Studiotür, ganz brav, kann ich bestätigen. Welches Poster hing bei dir im Jugendzimmer, Sandra? Ich glaube, gar keins. Ach, New Kids on the Block. Auch sehr gute Antwort. Im Internatszimmer, wie ich dann war, also das hatten wir zu dritt. Wir waren 3 Mädels in einem Zimmer. Und jeder hatte einen eigenen Schwarm. Dein erstes Vorbild, Sandra? Kathi Witt. Deine erste selbstgekaufte Schallplatte oder CD? Waren es auch die New Kids? Das Modern Talking. Modern Talking. Tatsache. Tja. Du gibst es zu, ich finde es gut. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, Sandra? Anstiftungen. Dein Lieblingsurlaubsziel?
Das ist vielseitig. Ich mag Berge und ich mag Meer. Oh, also. Und ich mag es auch wirklich, mit einem Schiff rumzufahren und jeden Tag woanders zu sein. Also bleiben wir beim Wasser an der Stelle. Und bei dir, Hausmannskost oder Gourmet-Tempel, wie bist du aufgestellt? Was isst du am liebsten? Gesund. Sandra ist bei mir, Sandra Kyriazis in der Martin-Wacker-Show, was mich sehr freut, denn ich habe dich viel bewundert in deiner Sportkarriere. Olympiasieg 2006, das war ein großer Jubel. Dadurch bist du auch zur Sportlegende geworden. 7 Weltmeistertitel, also nochmal Gold dazu. Aber angefangen hat es bei dir gar nicht mit dem Bobfahren, sondern du hast 5 Jahre lang Langlauf gemacht. Ja. Ja? Wie kam denn der Wechsel? Mein Skilanglauftrainer war auch gleichzeitig mein Sportlehrer. Mhm. Und im Sommer habe ich dann immer Leichtathletik gemacht. Mhm. Und als es Anfang der 80er, Mitte der 80er, wurde ja in meiner Heimat diese Bobbahn in Altenberg gebaut. Mhm. Das war ja so ein ganz, ganz heimliches Prestigeobjekt. Und dann hat man da natürlich versucht, so Zentren aufzumachen, mhm, ne, logischerweise. Mhm. Und man hat dann Talente gesucht. Und ich sag mal, in der ehemaligen DDR hat man das ja sehr gut betrieben. Mhm. Auch welche Körperstatur passt zu was. Mhm. Und es kommen ja wirklich sehr viele erfolgreiche Athleten aus der Kaderschmiede. Und dann kam mein Langlauftrainer und der meinte halt, ich soll doch mal zum Rodeln gehen. Mhm. Und das war für mich erstmal so wie so ein Schlag ins Gesicht, so mit 10 Jahren. Man ist auch so unbedacht und man wusste, sorry, wenn ich das jetzt so sage, soll sich bitte keiner beleidigt fühlen. Das haben früher nur die dicken Kinder gemacht. Und das war dann für mich gleich die Suggestion, die Sandra ist dick, die ist zu dick fürs Langlaufen, die muss jetzt rodeln. Nicht fit genug fürs Langlaufen, sozusagen. Ja. Und das fand ich erstmal natürlich ganz schlimm, aber ich habe es dann ausprobiert und ich bin im Sommer oder im Frühjahr dazugekommen und bin also nicht auf Eis direkt gerodelt, sondern auf Straße und auf so Rollenschlitten. Und ich fand das so cool, dass ich dann nach Hause gegangen bin und meine Eltern erzählen mir immer, ja, du bist nach Hause gekommen und hast gesagt, so, ab jetzt mache ich Rodeln, da muss ich nicht mehr so viel durch den Wald rennen. Und das ist dann so ein bisschen hängen geblieben. Und dann bin ich ja... Ja, vom Rodeln in den Bob, das ist ja auch nochmal ein Schritt. Ja und nein. Das ist eigentlich die perfekte Grundausbildung dann gewesen fürs Bobfahren, weil es ist ja die gleiche Bahn. Es sind zwar unterschiedliche Starthöhen, aber dieses Gefühl für Geschwindigkeiten, Kurven, Ein- und Ausfahrten, wo sind Druckpunkte, wo sind Lenkpunkte, die kriegt man natürlich viel schneller dann wieder umgesetzt und kann auch umdenken vom Rodeln, auch wenn es natürlich eine andere Position war, aber ich weiß halt genau, wo befinde ich mich in der Bahn, was sind die Auswirkungen, wenn ich da zu viel lenke, zu wenig lenke, wenn ich zu spät reinfahre, zu früh reinfahre und diese intuitiven Dinge, die jemand, der von einer völlig fremden Sportart kommt, hat sehr schwer, das dann zu lernen. Das heißt nicht, dass jeder, der gerodelt ist, ein guter Bobfahrer wird, aber in der Regel sieht man das schon, dass viele, André Lange zum Beispiel, ehemalige Rodler, wir sind zusammen Junioren in der Junioren-Nationalmannschaft gewesen, Matthias Höpfner jetzt bei den Bundestrainern dabei, auch ehemaliger Rodler aus meinem Jahrgang, wir sind zusammen gerodelt, Susi Erdmann, Gabi Kolisch, alles welche, die vorher auf dem Schlitten natürlich das so gelernt haben und das hat es schon einfacher gemacht. Langlauf ist für mich kein Sport mit viel Mut und kein Sport, wo man wirklich so auch dieses Achterbahngefühl hat. Zum Bobfahren, ich finde diese Strecken und diese Kurse, wenn da so eine Kamera mitfährt, denke ich immer, um Gottes Willen, das würde ich mich nie trauen. Wie viel Mut hast du gebraucht? Es hat mir einfach immer Spaß gemacht und ich liebe diesen Kick und mich messen zu können und das hat mir einfach immer Spaß gemacht und ich fahre natürlich auch gern schnell Auto und ich liebe jede Achterbahn und Herausforderung. Okay, jetzt wird man langsam ein bisschen älter und auch ein bisschen vorsichtiger, aber es macht auf jeden Fall unheimlich Spaß, auch jetzt noch. Und das biete ich übrigens auch an, dass man mit mir noch Bob fahren kann, so als Firmen-Event. Und dann habe ich meinen Kick auch noch ein bisschen, dass ich ein bisschen Vierer-Bob fahre, aber nicht mehr auf so einem hohen Level logischerweise und auch nicht so anstrengend für den Kopf. Wir haben über das Bobfahren gesprochen und du hast berichtet, dass du inzwischen auch Menschen in den Bob setzt, um ihnen auch so ein bisschen den Kick mitzugeben und auch zu zeigen,
was man in diesem Bob machen kann. Ich finde aber, so ein Leistungssport hat auch immer für Management so einen übertragenden Faktor. Es geht nicht nur darum, den Sport zu machen, sondern sich zu konzentrieren, auf den Punkt zu konzentrieren. Sind das die Punkte, die den Menschen jetzt auch beibringen kannst? Hast du da so viel gelernt in deinen Jahrzehnten? Ja, jeder eignet sich ja da irgendwie vielleicht eigene Techniken an. Und natürlich kann ich ja auch belegen, dass es etwas gebracht hat. Mhm. Ich war ja damit erfolgreich, so wie ich gedacht habe, dass es vielleicht richtig sein kann. Und das gebe ich dann schon auch gerne weiter, wenn ich natürlich gefragt werde, wie hast du das da gemacht oder wie bist du mit solchen Dingen umgegangen? Und ich bin ja nicht nur erfolgreich gewesen. Und ich habe ja auch Phasen gehabt, die weniger erfolgreich waren. Aus Niederlagen lernen. Auch ein richtig. Thema. Und auch dieses Thema einfach mal durchhalten. Mhm. Und du musst halt auch mal, sorry, Dreck fressen. Mhm. Und dann hast du aber wieder einen anderen Blickwinkel und hast auch Erkenntnisse, die du sonst ja nie hättest bekommen. Mhm. Und das ist ja auch was Schönes. Auch welche Partner einem dann trotzdem zur Seite stehen und sagen, hey, wir gehen trotzdem weiter und wir geben doch jetzt nicht auf. Ne? Da müssen wir halt was Besseres machen. Und das war sehr schön, ja. Wie viel Mentales war bei dir wichtig bei deinen Erfolgen und wie viel Sportliches? Wie würdest du das ungefähr einschätzen? Mental ist ultra wichtig. Mhm. Also ich habe eigentlich früh, wenn ich aufgestanden bin, habe ich schon gewusst, heute geht's oder heute nicht. Mhm. Und wenn man so ein blödes Gefühl hatte, dann habe ich mir gedacht, nein, komm, ignoriere das. Aber unterm Strich wusste man das. Und das ist meistens dann irgendwas, wo von außen rangetragen wird, dass vielleicht Probleme in der Familie, dann ist bei einer WM, das wusste gar keiner, weil ich es halt auch nicht kommuniziert hatte, ist halt meine Oma und meine Tante, beide sehr, sehr krank gewesen, wo ich nicht wusste, ob sie es überhaupt schaffen, ob ich sie noch mal sehe. Und die sind kurz danach beide verstorben. Und das war natürlich, das sind so Dinge, die kriegst du dann nicht immer sofort raus. Aber ich habe es schon geschafft, das auch ausblenden zu können. Aber es geht halt nicht immer und das sind dann meistens die schlechteren Wettkämpfe. Sandra, jetzt geht's an unser Entweder-Oder-Spiel. Da kann ich gar nichts machen, denn die Fragen hat die Redaktion vorbereitet. Und ich kann auch nichts machen. Du musst dann dich für eine Antwort entscheiden. Ich gucke schon, ob ich irgendwas lesen kann. Du darfst die Frage mir überreichen. Ich überreiche sie. Und dann gibt es die erste von zwei Entweder-Oder-Fragen für Sandra. Entweder-Oder. Lieber nur noch auf allen Vieren gehen können oder nur noch rückwärts laufen? Du musst dich entscheiden. Rückwärts laufen. Da siehst du doch was, ne? Da hast du immerhin noch den Kopf oben. Da siehst du noch was und das ist ja richtig gut für die Vernetzung. Hier oben im Hirn passiert so richtig was. Die Sportlerin, ne? Die Sportwissenschaftlerin spricht da. Deine zweite Frage, hast du bitte. Noch eine? Das finde ich einen guten Aspekt. Rückwärtslaufen schärft die Sinne. Ja, ich darf ab. Ja nicht Dankeschön. Leben. Lieber nur noch Schnee sehen oder nur noch Regen? Schnee. Das ist klar, ne? Ich bin ein Winterkind. Ja, aber Schnee. Logisch. Aber logisch. Auf jeden Fall Schnee. Langlauf, Rodeln, Bobfahren. Bobfahren war ja auf Eis. Aber du bist heute auch im Winter, also fährst auch noch Ski, machst mal Langlauf, also bist du noch aktiv? Nee, ich habe das so lange nicht gemacht. Das war ja immer aus Verletzungsgründen so ein bisschen verboten. Mhm. Und wenn man dann den ganzen Winter unterwegs war und der vorbei war, dann hatte man irgendwann auch keine Lust mehr auf Schnee. Und dann war trotzdem im Kopf, ja, wenn ich jetzt Skifahren gehe und mich verletze, klar, dann fängt ja wieder meine Vorbereitungszeit später an. Und irgendwie hat man das dann einfach sein gelassen. Mhm. Aber Schnee, man kann ja Buden bauen, durch den Schnee stapfen, Schneeengel machen. Das ist mein Wintersport, da haben wir was gemeinsam. Wunderbar. Schnee schippen. Du hast gerade gesagt, du machst keinen Wintersport mehr. Das war aber gar nicht richtig. Gehört Wokfahren nicht auch zum Wintersport? Ich wollte gerade sagen, die Leute sagen immer, du bist siebenfache Weltmeisterin und eigentlich bin ich sogar neunfache Weltmeisterin, weil ich bin noch zweifache Vierer-Wok-Weltmeisterin. Ja. Also den Spaß hast du mitgemacht. Ja. Mach mal einen Erfahrungsbericht. Ich persönlich finde, das sieht aus, als würde es wahnsinnig wehtun und als wäre es gar nicht ungefährlich. Beurteile das mal als Leistungssportlerin. Also als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich mir gedacht, alter Schwede. Na, also für jemanden, der das wirklich gar nicht macht, kann ich verstehen, wer dann da Angst bekommt. Ich weiß ja, was auf mich zukommt und ich wusste, was passiert und es war natürlich nicht schnell, aber ich habe mir gedacht, ja, geht trotzdem ganz schön ab. Aber es war ein Riesengaudi, wirklich. Es hat so Spaß gemacht. Und natürlich wussten wir auch ein bisschen mehr, was da passieren kann. Und im Training haben sie mich immer gefragt, kannst du nicht mal so ein paar neue mitnehmen, dass die auch ein bisschen Angst nehmen und so. Und dafür sind wir ja auch da. Das gehört dazu, dass man auch Neuen hilft, da vielleicht ein bisschen, wer ein bisschen ängstlich ist, zu sagen, okay, da passiert nichts und an den Stellen musst du das und das machen. Aber Hand aufs Herz, ich meine, die Idee in einem Wok
so eine Strecke runter zu rasen, als du es zum ersten Mal gehört hast, hast du wahrscheinlich gedacht, die wollen mich veräppeln, oder? Nee, eigentlich gar nicht, weil wir haben das ja so ein bisschen mitgekriegt. Rabe in Gefahr hat er ja immer in Winterberg, Köln-Winterberg, kurzer Weg. Mhm. Da hat er ja, was weiß ich, auf Plastiktüten, irgendwie eine andere Pfanne. Mhm. Und wir kannten das von uns. Früher haben wir immer schon ein sogenanntes Abwintern gemacht. Mhm. Da sind wir mit lauter verrückten Sachen runtergefahren. Mhm. Ja, zum Beispiel gab es früher von so Großbäckereien so riesige Körbe, wo die Brote, damit sind wir runter, Decken rein, damit runter oder große Schaufeln. Stefan hat es von dir. Nein, nicht von mir. Du bist mit dem Bock zuerst. Nein, ich bin nicht zuerst mit dem Bock. Aber wir haben immer schon früher lustige Sachen gemacht. Ich kenne das vom Skilager. Am Schluss fährt man die Piste mit anderen. Genau, auf der Schaufel und auf der Wachstuchtischdecke. Die geht richtig ab. Sandra, wir haben dich in vielen Formaten ja jetzt dann schon erlebt. Über das Dschungelcamp sprechen wir noch. die VOG-WM haben wir auch schon gehört. Gibt es denn ein aktuelles Format, wo du sagst, das wäre auch mal was für dich? Also ich weiß nicht, manche gehen ja dann auch noch tanzen. bist du für andere Formate? Was gibt es noch, was dich reizen würde? Also tanzen, ich habe nie einen Tanzkurs gemacht. Mhm. Weil in der Zeit, wo es alle gemacht haben, gab es keinen Jungen, der irgendwie größer war als ich. Wollte ich dann nicht. Und ich glaube, das wäre jetzt für mich auch so ein Ding. Ich hätte keine Lust, mit einem Mann zu tanzen, der halt kleiner ist. Mhm. Ne? So, das sieht dann, finde ich, sieht doof aus. Und das große Backen, das finde ich cool. Das große Backen? Ja. Du backst gerne? Backen tue ich gern. Ich mag nicht so gern kochen. Das ist oft so, das höre ich oft. Ich koche nicht gern, aber backen könnte ich. Ich kann sensationelle Eierschecke. Also das nächste Mal, wenn du wieder da bist, bringst du es bitte mit. Ein sächsischer Kuchen. Also ist ausgemacht, ja. Deal. Hab jetzt schon Hunger. Gleich mehr mit Sandra. Viele freuen sich drauf, ich freue mich auch drauf. Jeden Sonntag an dieser Stelle gibt's die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch mit Sandra Kyriazis. Ja, ich bin schon sehr aufgeregt. Weißt du, was ich toll finde? Eine Frau, die Bobstrecken runtergerast ist, mehrfache Weltmeisterin geworden ist, ist aufgeregt wegen diesem Spiel. Weil ich das cool Das gefällt mir. Und Sandra, es ist ganz einfach. Es ist eine Zeit vorgegeben, 30 Sekunden. In diesen 30 Sekunden 5 Begriffe mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Und wenn du was nicht weißt, nicht lang rätseln, sag weiter. Aber du gibst mir vor, aus welchem Bereich? Genau, aus welchem Bereich. Ganz einfach. Und bei 5 richtigen gibt es diese wunderbare Form, schöne neue Welle-Tasse. Und bei mehr? Gibt es auch diese neue Welle-Tasse. Wenn du 10 machst, kriegst du 2 neue Welle-Tassen. 15 kriegst du 3 neue Welle-Tassen. Und bei 20 4. Aber ich kann dir verraten, und ich muss 10 hat in 300 Sendungen erst eine Person geschafft. Ja, dann bin ich jetzt aber... Ich habe auch nicht gar nicht mehr Begriffe auf meinem Zettel stehen. Wir legen los! Okay. Dein Buchstabe ist das wunderbare G. 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 Und wir starten mit der Stadt. Gera. Ein Land. Griechenland. Etwas zu essen. Gurke. Ein Kinofilm. Gundula. Ein Politiker. Gauk. Ein Fußballverein. Gerda Gremen. Oh Gott, ein Obst! Obst! Weiter. Was nehme ich mit in den Urlaub? Giraffe. Mhm. Und im Radi. Was nehme ich mit in den Urlaub? Eine Giraffe. Okay, es könnte eine kleine Stoffgiraffe sein. Genau. Das ist dein Kuscheltier. Ich glaube, Gerda Gremen können wir nicht gelten lassen, aber der Rest war gut, oder? Wie viel haben wir, wenn wir richtige? 5. Oh, ich wollte doch 10. Danke. Hast du aber gut gemacht. Also beim Politiker hast du Gauk, hast du gesagt, und beim Kinofilm habe ich nicht ganz verstanden. Gundula. Gundula. Gibt es mit Sicherheit nicht, aber vielleicht ja doch. Sandra, gut geschlagen bei Stadtland Quatsch. Jetzt will ich nochmal aufs Dschungelcamp eingehen. Wir haben das alle geguckt jetzt die letzten Wochen. Nicht alle. Also manche gucken das, manche nicht. Und es wird immer noch diskutiert. Alles fake. Da ist eine Glaskuppel drüber. Die Tiere sind dressiert. Da regnet es nie richtig. Nee. Wie hast du es erlebt? Es ist einfach echt. Es gibt halt
logischerweise so ein paar Dinge, wo die Kameras versteckt werden. Ja, da ist dann ein, ich sag mal, künstlicher Felsen und da sind die Kameras drin versteckt, dass es sich trotzdem der Natur anpasst. Aber es ist, man ist da mitten im Nirgendwo, mitten in der Natur. Es gab eine Situation, da hieß es, Sandra, bitte achte drauf, dass das Wasser wirklich lange genug abgekocht ist aus dem Fluss, weil oben irgendwo, Kilometer weiter oben, ein totes Känguru lag in dem Fluss. Und das, man fliegt ja auch dahin. Es ist dort warm, wenn es, ja, das Wetter ist anders, es ist dunkel, es ist hell. Aber was ist das Härteste? Sind es die Essprüfungen oder ist es die Grundsituation? Ich fand es überhaupt nicht hart. Ich fand das cool. Auch das Essen, auch diese Essgeschichten? Ja, aber ich wusste doch, was da auf mich zukommt. Und wenn man irgendwas nicht mag, muss man es ja nicht essen. Und ich habe gedacht, ich kriege nichts, was gesundheitsschädigend ist für mich. Und sie ist positiv, du hast was im Magen. Dann habe ich das einfach gegessen. Ich bin total begeistert von deinem Studienthema. Du hast eine 1,2 gemacht im Abschluss mit dem Thema, Achtung, der Spitzensportler als Spitzenunternehmer. Eine Studie über die Erfolgsgenese von Spitzensportlern als ganzheitliche Unternehmer. Ja. Sandra. Was für ein geiler Titel, oder? War das vor allem die eigene Erfahrung? Da gibt es zwar Sporthilfe und Unterstützung, aber am Ende musst du selbst auf eigenen Füßen stehen und dich kümmern. Ist, das also daraus, ist es daraus entstanden? Vom Prinzip her ist es daraus entstanden, dass ich, ich einen Unternehmensberater kannte, der Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer untersucht und coacht. Und ich habe gesagt, du siehst auch schon einem Sportler an, ob er was wird oder nicht. Okay. Man sieht es in den Augen, so dieses Brennen und dieses Feuer in den Augen. Und dann hat er gesagt, das findet er so interessant. Und ich habe dann mit meiner Professorin gesprochen, ob ich darüber schreiben kann. Also gibt es das Siegergehen? Und ich habe dann diese Studie mit 28 Spitzensportlern gemacht. Und 26 davon waren Olympiasieger. Gibt es das Siegergehen? Ja, gibt es. Und es gibt einiges, was wir Olympiasieger alle gemeinsam haben. Und was uns nicht unterscheidet. Und das ist auch unterm Strich das, was einen erfolgreichen Unternehmer ausmachen sollte. Und auch ausmacht. Nur mit anderen Worten vielleicht. Aber unterm Strich, wenn man fragt, was macht einen erfolgreichen Sportler aus, da kommen die Attribute nur so raus. Und bei einem Unternehmer fängt man an, zu überlegen, was muss ein Unternehmer mitbringen. Aber unterm Strich ist es genau das Gleiche. Du hast da was mitgebracht, das ist echt, das ist eine witzige und vor allem praktische Idee. Ja, es ist eine coole Sache. Ich bin Markenbotschafterin für diese Marke hier in der Dachregion. Das kommt, ist ein Produkt, kommt aus Italien. Das ist ein Cocktail, der schon fertig gemixt ist aus lauter kleinen privaten Brennereien rund um den Gardasee. Nur natürliche Materialien, handcrafted. Und schmeckt unglaublich gut, kann man sich nicht vorstellen. Man muss nur schütteln. Man braucht ein Glas mit Eis. Man nickt die Kappe um, reißt ab, gießt den Cocktail da ein und kann ihn genießen. Also Sandra, also du hast doch die Ideen zum Entspannen. Ich habe die Idee nicht, aber... du vermarktest es. Wie heißt das Produkt? Spirito und es gibt drei Produktlinien. Shake und Vibes bei Spirito. Und sind einfach von der Qualität her, das ist das Premium. Und da sind die Qualitäts- und Alkoholmerkmale ein bisschen differenziert. Also ein bisschen Alkoholwerbung, aber nur ganz wenig. Ganz wenig. Aber ein bisschen Spaß gehört dazu und es ist halt wirklich sehr schnell. Man muss nicht diese ganzen Flaschen dabei haben, die man braucht, um sonst den Cocktail zu mixen. Und wir sehen uns ja dann bei dir mal irgendwo bei Gelegenheit. Ja, wenn es diesen Kuchen gibt. Wie sagst du nochmal, wie heißt? Eierschecke. Eierschecke. Also, Sandra, dann machen danke. Wir Verkostung. Dankeschön, ich freue mich auf die Eierschecke und ich freue mich vor allem auch auf nächste Woche auf meinen Gast. Sandra kennt ihn, ich kenne ihn auch gut. Er ist in Karlsruhe zu Hause, hat aber die ganze Welt im Boxen erobert. Sven Ottke, die Boxlegende, ist dann bei mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Noch einen schönen Restsonntag. Ciao, ciao.